Hallo meine lieben Kreativen. Ja, heute geht es mir nicht so prickelnd. Die Nacht war sehr, sehr anstrengend für mich. Ich habe die vorm Klo verbracht. Weitere Einzelheiten will ich euch ersparen. Deswegen möchte ich trotzdem noch dennoch meine freie Zeit nutzen. Aktuell geht es mir besser. Ja, und ich möchte meinen Tausch beenden, also mein Tauschpäckchen fertig machen. Und zwar habe ich einen Tausch, ja, ATCs natürlich, wie soll es auch anders sein? Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, dann machen wir eine, ja, besondere Verpackung dazu, eine schöne. Und das habe ich mir ausgedacht, so schaut es aus. Vorne natürlich ein bisschen auffälliger, hinten, ja, ne, braucht es nicht unbedingt. Aber so schaut es aus und da passen einige rein. Ich habe jetzt 5 Stück hier drin. Ich weiß nicht, da passen bestimmt noch 2 weitere rein. Schätze ich jetzt einmal. Ja. So ein bisschen Vintage. Und dann will ich auch gleich anfangen, bevor ich lang rumlaber. Ihr braucht ein Stück Cardstock. Jetzt brauche ich mal meine Maße. In den Maßen 24x12. Das schaut schon wieder aus. Naja, wenn man halt am ATC basteln ist, ne? Und das muss ich mir falzen. Maße schreibe ich natürlich wieder unten in die Infobox. Auf der langen Seite bei 9,5, bei 11, bei 20,5 und bei 22. Dann lege ich es auf die kurze Seite an und falze bei 1. Bei 2,5, schauen, dass ich gerade bin. Dann kann ich einfach wieder einklappen. Bei 9,5 und bei 11. Dann schaut das Ganze so aus. Das hier ist der Deckel, quasi unser Schließmechanismus. Und jetzt müssen wir ein bisschen schneiden. Und zwar schneiden wir quasi hier Schrägen ein, gegenüberliegend auch, so rum. Ne, so rum, doch schon so rum. Kopf arbeiten. Dann schneiden wir hier Schrägen ein. Zeige ich euch gleich natürlich auch nochmal. Schaut das Ganze so aus. Und das. Und das, also der komplette Streifen bis zu dem Mittelding, kann komplett weggeschnitten werden. Also, ich schneide mir jetzt einmal hier unten ein. Zapp, zapp. Und schneide ich mir die Schrägen ein. Und schneide mir, ja, die Falzlinie vorne ab. Dann schneide ich mir hier, siehst du mal, hab das verkehrt rum angezeichnet, schneide mir hier die Klebelasche zurecht. Dann schaut das Ganze so aus. Ne? Also den Deckel lassen wir erstmal gehen. Dann machen wir das auf der gegenüberliegenden Seite auch wieder. Viel Spaß. Die Bombe. Auch hier wieder das, was zu viel ist, wegschneiden. So. Und dann schneiden wir hier die Klebelaschen weg. Und hier. So. Und das schneiden wir oben komplett weg. Dann nehme ich aber die große Schere. Zap, zap. Das ist jetzt nicht so schön, aber egal. Dann schaut das Ganze einmal so aus. Es flackert wie ich am weißen Untergrund, ich weiß. Das ist nervig, aber es ist immer nur beim weißen Untergrund. Dann schaut das Ganze so aus. Dann können wir uns natürlich gleich oben präparieren. Da runde ich mir einfach, ja, die Ecken oben ab. Zap, zap. Zap, das war's.
schaut das Ganze so aus. Was wir natürlich auch noch gleich machen können, ist, bevor ich es vergesse, das ist ja oben und das ist dann quasi die Vorderseite. Da schnatze ich mir jetzt mal einen Halbkreis rein, damit ich eine Eingriffflasche habe. Tap, tap, dann ist das nämlich auch fertig. Jetzt bearbeiten wir das Ganze noch. Ich habe schon wieder so viel gearbeitet und gestempelt hier. Also ich würde da. Ich habe hier ja so ein gezwirbeltes Gedöns irgendwie, keine Ahnung. Habe ich mir auf dem Acrylblock gezogen. Dann bearbeite ich erstmal mein Papier ein bisschen mit meiner Embossing-Hilfe, also mit meinem Anti-Statik-Gedöns. Und dann wollen wir ein bisschen stempeln. Na, also ich tue embossen. Das ist jetzt völlig wurscht, wo das hingesetzt wird. Das ist ja je nach Geschmack. Mal hier oben noch. Und dann habe ich hier klares Embossingpulver, also das, wenn das trocknet, also wenn das geföhnt ist, dann ist das durchsichtig. Also natürlich kann man auch weißes nehmen, weil ich habe ein weißes Papier, aber ja, das darf auch mal genutzt werden, mein Embossingpulver hier. So, dann haben wir das und dann stempel ich hier unten, also quasi auf meiner Öffnungsflasche auch noch mal ein bisschen. Dass es ruhig noch was ausziehen darf. Jetzt wäre es fast hingefallen. Ja, schaut ganz gut aus. Dann räume ich mal mein Zeug weg. Und dann föhne ich einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das Ganze geföhnt und ein bisschen erkalten lassen. Ja, man sieht's. Jetzt bearbeiten wir das Ganze weiter. Das ist natürlich auch wieder, wie ihr mögt, wie ihr eure Farbzusammenstellung macht. Ich möchte das aber in denselben Tönen machen. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Und dazu habe ich einmal Candied Apple und Tea Dye genommen. Und dann nehme ich zuerst meine helle Farbe. Und ja, bearbeite mein Teil, das überlege ich gerade. Das da ist meine Klebelasche, das ganz außen. Das braucht ihr gar nicht bearbeiten. Also schön, wenn ihr drüber hinausgeht quasi, dass das stimmig ausschaut und so. Aber das braucht ihr gar nicht richtig beachten. Im Endeffekt wirklich nur hier. Und dann hier auch. Also ich wollte jetzt mal meine Verpackung komplett selber machen, also ohne Designerpapier, habe ich mir gedacht, ja komm. Das ist so viel Stempel, das ist natürlich echt ärgerlich hier, ne? Muss ich leider abschneiden. Wo du quasi Papier stempeln kannst, also selber gestalten kannst. Warum magst du das halt nicht mal, ne? So, dann nehmen wir das Rot. Jetzt bin ich schon wieder da reingetipst.
braucht auch jetzt nicht zu ordentlich sein, weil das ist ja ein bisschen Vintage. Und dann nehme ich noch einmal Walnutstain und ein Fingerschwämmchen, das müsste der sein. Und damit mache ich nochmal meine ganzen Ränder. Einmal umfalzen. Also alle Ränder quasi. Das heißt, ich muss jetzt auch gleich alles nochmal alles nachfalzen. Wo ist mein Falzbein? Da. Einmal alles nachfalzen, weil ich ja die Ränder noch machen muss. Oder möchte, besser gesagt. Lege ich mir dann um und tue mir von beiden Seiten dann die Ränder noch mal ein bisschen inken. Es gibt auch einfach noch mal so einen schönen Touch, finde ich irgendwie. So. Und zap, zap, fertig. Mal meine Finger sauber machen. So, und dann stanze ich mir noch ein Loch rein. Und zwar, das ist ja meine Front, also hier quasi. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Ich mache das. Auch wieder so eine Art Blümchen. Fand ich ganz passend. Lege ich mir jetzt da so hin, wo ich es haben möchte. Stanz einmal durch. Ihr könnt auch Herzen nehmen oder einen Kreis oder ein Oval oder einen Stern, je nachdem, wie ihr möchtet. So, das weg. Dann kann ich das dann auch wieder wegräumen. So, und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, habe ich hier, so Punkte, so Flecken aus dem Stempelset. Und dann nehme ich, schwarz ist es schon nimmer. Ich habe jetzt extra Nachfüller bestellt. Aber das stört mich jetzt hier nicht. Im Gegenteil, das ist gar nicht so verkehrt hier, weil es ja eben nicht komplett schwarz stempelt, sondern eher grau. Na, da machen wir noch. Und hier. Dann mache ich das auch gleich wieder sauber. Dann kann ich das nämlich alles wieder aufräumen. Da. So. Dann können wir uns eigentlich die Box schon zusammenkleben. Ich fange mit den kleinen hier unten an. Einmal links und einmal rechts Kleber drauf. Und drückt die schon mal zusammen. Natürlich dauert es einen Moment, bis der Flüssigkleber angezogen hat. So, halt. Dann kommt hier auf die Klebelaschen innen drin Kleber drauf. Na, jetzt seht ihr schon, das braucht ihr gar nicht so bearbeiten. Die Innenseiten. Man hätte es natürlich auch von innen her bearbeiten können, aber das sind ja die ATCs drin. Halsbein reingehen. Was ich noch vergessen habe, was mir gerade einfällt, ich bin vorhin noch bei meinem mit dem Taschentuch über meinem Bostes rüber. Dass das nochmal ein bisschen besser rauskommt. Das Weiß, das durchsichtig in dem Fall. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Vergessen.
Kann man wohl auch mit Glas, also mit feuchten Lappen, der, also Glasreiniger Lappen, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, geht es wohl auch. So, dann habe ich noch selbstklebende Magnete. Da kleben sie schon. Ne, magnetisiert. Ja, die hängen überall, wo sie nicht sollen. So. Dann mache ich mir einen hier unten hin. Und das Gegenstück lasse ich oben drauf schnalzen. Ziehe die Schutzfolie ab. Wenn sie denn möchte. Wenn sie denn möchte. Mach den Deckel zu. Und drückt dann von innen dagegen, damit es hält. Und dann müsste das Ganze, ja, theoretisch aufgehen. Okay, dann tun wir das weg. Dann machen wir das. So, dann kommt die da rein. Kann ich das auch aufräumen. So, und dann habe ich hier noch ein Blümchen. Das habe ich ja, ausgestanzt und ein bisschen geinkt auch, wie man es sehen kann. Und 3D-Pad. Das knutschle ich mir jetzt noch ein bisschen zusammen. Klebe mir das dann da unten drauf. Und dass es noch ein bisschen schöner ausschaut, ein bisschen stimmig ist, habe ich hier noch so Röschen, dass die auch mal ein bisschen verarbeite. Ja, eine rote. Die sind zwar selbstklebend, aber die liegen halt hier drin. Deswegen glaube ich nicht, dass das Zeug noch super hält. So. Und dann habe ich mir die da drauf geklebt. Ja, und dann können eure ATCs rein. Ich weiß gar nicht, ob die mit Schutzfolie sogar reinpassen würden. Ja, mit Schutzfolie passen sie sogar auch rein. Sehr cool. Ja, ne? Passen also eure ATCs rein. Und dann können die schon verschickt werden. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich bye bye. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund.